Athleten mit 800. Wieder dabei, die wohl derzeit beste Turnerin. Und guten Abend. Danke für den herzlichen Beifall. Für Svetlana Boginskaya aus der UdSSR, aus Minsk, Olympiasiegerin von Seoul, im Pferdsprung, in der Mannschaft, Silber am Boden und Dritte im Mehrkampf. Fabulous. So, das war der Sprung von Seoul. Dafür gab es Gold. Nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich nehme das mal in die Hand. Svetlana kommt soeben aus Kiel, wo ein Länderkampf stattfand gegen die Bundesrepublik Deutschland. Sie hat aber nicht im Wettkampf mitgeturnt, sondern war nur dort, um ihr Können zu zeigen, in einem Rahmenprogramm. Sie war nach Seoul nur 10 Tage zu Hause. Also das muss dann so Mitte Oktober gewesen sein, noch nicht mal ganz, und ist seitdem nur auf Tour. Wo war sie denn überall? Wir waren auf einer Tournee in Spanien, in Japan, und jetzt hört diese Tournee auf und wir sind hier in der Bundesrepublik als letzte Station. Und wie lange soll das noch gehen? Jetzt fahren wir nach Moskau und bereiten uns auf die neue olympische Saison vor. Mhm. Und sie hat am vorigen Wochenende in Stuttgart geturnt, mit großem Erfolg. Welche Eindrücke nimmt sie mit nach Minsk oder nach Moskau? Was? Eindrücke? Hervorragende. Die Säle waren sehr gut und besonders auch das Publikum war sehr herzlich. So herzlich wie hier heute Abend im aktuellen Sportstudio. Ja. Fein. Danke, Svetlana. Wir sehen uns später in der Sendung nochmal. Sie zeigen uns nochmal Ihre Stufenbahnkür von Seoul. Nehmen Sie so lange Platz. Vielen Dank. Ich stelle Ihnen, ja, danke. Ich stelle Ihnen inzwischen unsere übrigen Studiogäste vor. Wir wollen heute Abend, das hat sich rumgesprochen, in der Bundesrepublik Deutschland das Viertelfinale im DFB-Vereinspokal aus Teil, 86, Achtkampf und Boden. Sie kommt aus Kiel vom Länderkampf, hat aber nicht mitgeturnt. Die Beine sind immer noch nicht okay. Richtig, ja. Aber es gab... Sie war mit in Seoul als eine von zweien. Und ich habe eben gesagt, schon hier so unter uns, das ist im deutschen Turnen ja wirklich doch ein bisschen deprimierend zurzeit, aber heute gab es ein Revirement. Ich glaube, die Mannschaft ist im Neuaufbau. Wie sieht es aus? Ja, eben heute war der Länderkampf gegen die UdSSR und es war klar, dass wir da nicht gewinnen, aber die Mannschaft hat sich sehr gut dargestellt im Gegensatz zu den anderen Länderkämpfen und Veranstaltungen. Also sie, ich glaube schon, dass es was wird jetzt. Es gibt an der Spitze 2, 3 Veränderungen. Sind die so hoffnungsvoll, dass Sie sagen können, das wird was? Sie sind ja aktiven Sprecherin geblieben. Ja. Was kommt da so an Verantwortung jetzt für die Mannschaft, wenn ich die Funktionäre anspreche? Im Fachausschuss. Ja, da hat es eigentlich nur eine Umgruppierung gegeben. 2 Fachausschussmitglieder haben einen anderen Aufgabenbereich übernommen. Und dann ist noch Elke Hane, die ehemalige Turnerin, übernimmt jetzt die Öffentlichkeitsarbeit und das, glaube ich, ist gar nicht so schlecht, dass man jetzt was Junges reinkommt und der Fachausschuss finde es auch nicht schlecht. Werden Sie denn auch wieder turnen? Ja, ich habe es vor, also ich will es noch dieses Jahr entscheiden. Es ist abhängig von meinen Füßen, ich habe mich eben in Seoul verletzt und ich hoffe, das geht. Ich probiere es jetzt dann noch aus, den Rest des Jahres und dann sage ich Bescheid. Sagen wir Bescheid. Ich würde mich freuen, wenn es gelänge. Jetzt schauen wir nach Kiel. Peter Leisel hat dort in die neuen Gesichter geschaut. Danke. Die nacholympische Zeit, naturgemäß eine Zeit des Umbruchs, des Neuaufbaus. Da werden die 18-Jährigen durch 14-Jährige ersetzt, denn die sollen in 4 Jahren bei den nächsten Spielen anknüpfen an die Erfolge ihrer Vorgängerinnen, wie im Falle der Sowjetunion, oder es besser machen als diese, wie im Falle der Bundesrepublik. Der steht im nächsten Jahr in Stuttgart sogar eine WM ins Haus.
dahin soll Bundestrainer Reinhard Hornig den Scherbenhaufen, der ihm nach eigener Aussage hinterlassen wurde, wenigstens wieder zusammengekehrt haben. Auf Daniela der Boven, der 16-Jährigen aus Haslach in der Pfalz, baut er hierbei. Ein Jägersalto, eine Stufenbarrenkür mit schwierigen Übungsteilen und diese sauber geturnt. Die Riesenfelgen zum Abgang, einem Doppelsalto gebückt. Daniela der Boven war Siebente nach der Pflicht gewesen und bekam dafür die höchste Tageswertung ihrer Mannschaft, 9,75 Punkte. Aber leider musste sie schon nach dem Schwebebalken den Wettkampf abbrechen, mit Verdacht auf Bänderriss im Fuß. Svetlana Kozlova, die kleine Russin, wagte sich am Barren an einen Abgang, der bislang in Wettkämpfen noch eine absolute Rarität darstellt, den dreifachen Salto. Er gelang ihr noch nicht hundertprozentig. Svetlana Baginskaya auf dem Balken. Vom Typ her ähnelt sie der früheren Olympiasiegerin Ludmila Turistscheva. Seit Seoul wurde sie von Schauturnen zu Schauturnen herumgereicht. Außer Konkurrenz startend musste die 17-jährige zweifache Goldmedaillengewinnerin nicht alles wagen. Ein Doppelsalto gebückt, ihr Abgang 9,9. Die Wertung. Aber die Jungen drängen schon nach. Jelena Sasyunenkova beispielsweise, obwohl erst 14 Jahre, zeigte schon viel Ausdruck und Ästhetik. Ein wunderschöner, schnell gedrehter Handstand im Spagat, schließlich sogar auf einem Arm geturnt. Sie hatte nach dem für alle etwas ungewohnten, weil noch neuen Pflichtprogramm den zweiten Platz belegt. Ihre letzte Bahn, Radwende und Salto mit Doppelschraube. Auch hierfür gab es 9,9 Punkte. Die beste deutsche Turnerin des Olympiajahres, Isabella von Lospichl, leidet noch unter den Nachwirkungen ihrer Verletzungen von Seoul. Sie konnte nur zuschauen. So war Stefanie Tautz, die 19-Jährige, als Fünfte hinter vier Russinnen beste Deutsche. Ihr Pferdsprung-Überschlag mit Salto vorwärts, 9,6 Punkte hierfür. Beim Bodenturnen zeigte sich die bessere gymnastische Ausbildung der russischen Turnerinnen besonders deutlich. Viele der Turnerinnen von Seoul werden wohl noch 1989 bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart dabei sein. Bis Barcelona in 4 Jahren aber werden Mädchen wie Julia Kut sicherlich erste Wahl sein. Ein Salto rückwärts mit Dreifachschraube am Ende dieser Bahn. Vielleicht waren es nur 2,5 Schrauben. Trotzdem, Julia Kut, die in diesem Jahr noch bei den Jugendeuropameisterschaften turnen durfte, zeigte die Übung mit den meisten Höchstschwierigkeiten. Dabei schwungvoll geturnt und choreografisch geschickt in Szene gesetzt. Die Schlussbahn. Ein Doppelsalto rückwärts und gleich dahinter ein Salto vorwärts, das ist vom Bewegungsablauf her ungeheuer schwierig. Der kleine Fehler bei der Dreifachschraube kostete wohl die 500stel, die an der 10 fehlten. Julia Kut bekam 9,95 Punkte und gewann die Einzelwertung vor ihren Mannschaftskameradinnen Jelena Sasyunenkova und Svetlana Kozlova. In der Mannschaftswertung gewann die UdSSR erwartungsgemäß, aber die junge Riege des Deutschen Turnerbundes hielt sich besser als vorhergesagt gegen die Turnnation Nummer 1 in der Welt. Na also, wer sagt's denn? Olaf Thon ist schon weg, aber er hat mir beim Rausgehen bestätigt, nachdem er die Meldung zu Augen bekommen hatte, dass Jürgen Kohler vom 1. FC Köln zum FC Bayern München wechselt. Möglichst bald, Ablöse soll 4 Millionen Mark betragen, Jahresgehalt 800.000 Mark, auch nicht schlecht. Der VfB Stuttgart hatte sich ja auch noch bemüht, aber offenbar haben es die Bayern geschafft, ihn zu bekommen. Und das Zweite ist, dass ich Frank Ordenewitz, nachdem er 50.000 Schweizer Franken für seinen Fair-Play-Preis bekommen hat, das noch mitgeben möchte. 50 Kassetten, 25 Jahre aktuelles Sportstudio. Die darf er dann gern noch an die verteilen, denen auch das Geld zugedacht ist. Also 25 Jahre aktuelle Sportstudio. Sie können die Kassette natürlich auch kaufen, wenn Sie wollen, können die beziehen. Es gibt ja viele, die das gerne haben möchten, was in 25 Jahren ZDF passiert ist im Sportstudio. Hier sehen Sie es, VHS-Kassette, also ZDF Postfach 4040, 65 Mainz, Preis 49 Mark. Es weihnachtet sehr und wir haben alles Mögliche anzubieten. Wenn Sie also auch dazu Lust haben, Sie sind herzlich eingeladen. Und herzlich eingeladen, uns zum Schluss noch einmal ihre Olympiakür am Stufenbahn zu zeigen.
ist Svetlana Boginskaya. Ich habe nur noch eine Frage, Svetlana. Was hat sich denn für Sie persönlich geändert, nachdem Michail Gorbatschow jetzt doch größere Durchlässigkeit und größere Offenheit praktiziert in Ihrem Land? Für uns hat es eine große Bedeutung, was jetzt vorgeht in unserem Land, die Perestroika. Wir können jetzt sehr viel freier mit den Menschen verkehren. Wir können jetzt viel leichter ins Ausland fahren. Und beispielsweise, dass ich jetzt hier auftreten kann. Das ist schön. Das freut uns auch. Und jetzt sehen wir Sie am Schluss. Vielen Dank, ich nehme das ab. Danke. Das müssen wir auch abnehmen. So. Ein Wort noch. Nehmen Sie das mit. Ein Wort noch zur Sportreportage morgen um 17.05 Uhr. Kann man das mal schnell haben, was wir da vorgesehen haben für unsere Zuschauer. Handball-Europapokal, Gummersbach, Barcelona, Ski-Alpin, Weltcup, Herren, Slalom in Madonna di Campiglio. Also 17.05 Uhr die Sportreportage morgen. Nicht verpassen. Wir gucken auch mal ganz kurz nach Remscheid, wo die Bayern spielen. Und jetzt schauen wir auf Svetlana Boginskaya. Ich sage Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, einen schönen Sonntag und freue mich mit Ihnen jetzt auf die Olympiakür. Salut.